Winter haben es auch die Zimmerpflanzen schwer. Das Licht fehlt, es ist zu trocken und zu warm. Schädlinge machen sich jetzt breit, nutzen die Schwäche unserer Pflanzen. Überall auf den Blättern krabbelt und knabbert es. Auch im Botanischen Garten in Leipzig ist der Winter eine kritische Zeit. Gärtnerin Annika Beer muss die Pflanzen ständig kontrollieren. An den Passionsblumen etwa haben sich Wollläuse breit gemacht. Haarige Verwandte der Schildläuse. Ihre Haare schützen sie vor Kälte und vor Feinden. Selbst ihre Eipakete haben sie in Haare eingepackt. Es ist schwierig, ihnen beizukommen. Annika Beer entfernt die Blätter mit den meisten Läusen. Auch die Luftfeuchtigkeit hat sie schon erhöht, aber es braucht noch mehr. Jetzt sollen noch Nützlinge helfen, die Larven der australischen Marienkäfer. Sie sehen selbst ein bisschen aus wie Wollläuse und es ist eine Fummelarbeit, die Larven auf die Blätter zu setzen. Aber einmal am Start legen sie gleich los mit der Suche nach den Schädlingen. Die australischen Marienkäfer, die fressen vor allen Dingen die Larven und die Eier der Wollläuse. Und das in großer Stückzahl, sodass die den Bestand eindämmen können. Ganz in der Nähe entwickeln sich die Napfschildläuse gerade zur Plage. Mit ihrem Honigtau locken sie Ameisen an, die im Botanischen Garten immer irgendwo einen Unterschlupf finden. Die ganz jungen Schildläuse sind noch beweglich. Erst später saugen sie sich fest. Die Gärtner behalten sie gut im Auge und bekämpfen sie meist mit Rückschnitt. Es hilft nicht, die Läuse von den Blättern abzuschaben, wie viele es empfehlen, denn es bleiben trotzdem immer Eier und Larven auf den Blättern zurück. Wir sind auf biologischen Pflanzenschutz aus und bestellen als Gegenspieler die Schlupfwespe. Und es gibt noch die Möglichkeit, die mit einem Öl zu bekämpfen, weil die Napfläuse unter dem Schild dann ersticken, weil sie keine Luft mehr bekommen. An manchen Pflanzen zeigen sich jetzt helle Flecken. Auf den ersten Blick wirken sie wie Mangelerscheinungen, aber es sind Spinnmilben, die hier an den Zellen saugen. Die Milben gehören zu den Spinnentieren und können tatsächlich die ganze Blattunterseite mit einem Gespinst überziehen. Auch gegen die Milben hilft vor allem höhere Luftfeuchtigkeit und der Einsatz von nützlichen Milben, sogenannten Raubmilben. Das ist jetzt so ein Röhrchen, wo die Raubmilben geliefert werden. Und die werden in so einem kleinen Zusatzsubstrat geliefert, dass man die ausbringen kann. Und da streut man das so drüber. Beziehungsweise tut man das in so kleine Gefäße und stellt es in den Pflanzenbestand rein, dass die Raubmilben rauskrabbeln können. Nützlinge wie der australische Marienkäfer und die Raubmilben können übrigens auch den Zimmerpflanzen helfen. Sie wandern nicht in die Wohnung, sondern sterben meist ab, wenn die Schädlinge gefressen sind.